Frohe Weihnachten, meine lieben Kinderlein. Heute ist der 24. und ihr bekommt ganz viele Geschenke, hoffe ich doch. Die Wand hinter dem Greenscreen. Einige kennen sie noch. Aber naja, das ist eigentlich nicht das Wichtige. Und zwar will ich euch heute einfach nur, wie sagt man dann, gratulieren? Beglückwünschen, dass ihr bis zum 24. mal wieder überlebt habt? Oder was sagt man dann da? Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Also ich glaube zumindest, dass man sich einfach beglückwünscht, oder? Ja, doch. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr ganz viele tolle Geschenke bekommt. Und dass das Jahr gut für euch gelaufen ist, ja. Es schreiben zwar dauernd diese ganzen Vollidioten... 2016 hat mich kaputt gemacht. 2017 auch bestimmt. Das ist wieder so ein voll bescheuerter Trend. Dem alle folgen. Aber egal, uns geht's gut. Der Kanal wächst super. Wir werden riesig. Wir werden riesig. Wir schaffen dieses Jahr leider nicht mehr ganz die 5000 Abonnenten, aber das wäre auch echt krass gewesen. Dieses Jahr, 2016. Kurz überlegt, was haben wir jetzt überhaupt denn? Ja, haben wir 2000... Wie viel haben wir jetzt? Warte mal. 2560 Dumbablatt zugelegt. Ja, wir haben dieses Jahr 2560 Dumbablatt gewonnen. Und das ist wirklich enorm. Dieser Kanal ist jetzt ungefähr 4 Jahre alt, ne? Im ersten Jahr, das haben wir wohl nicht noch zusammen bestritten, da haben wir 100 Abonnenten erreicht. Nach einem einzigen Jahr. Natürlich muss man dazu sagen, dass wir sehr eigen waren. Wir haben ausschließlich Minecraft gemacht und die ersten 100 Folgen oder so nur mit dem normalen Texture Pack. Also wir, das sollte unser Markenzeichen werden. Und damit haben wir aber nicht viel gerissen. Das erste Jahr hat dann halt jede Folge mal irgendwie 5 Aufrufe gehabt und vielleicht mal einen Kommentar, aber eher keinen. Unser gesamtes erstes YouTube-Jahr war also sehr mager. Wobei es für uns, wir hatten ja keinen Vergleich, wir hatten keine Relation. Uns haben die anderen nicht interessiert, die anderen YouTuber. Wir haben einfach für uns gewerkelt, ne? Und für uns war das schön. Gerade am Anfang, die ersten 10 Abonnenten, wir sind jeden Tag rein, aktualisiert und geschaut. Warte, wie viel haben wir jetzt? Wann denn? So angerufen, Alter, wir haben jetzt 8 Stück. What? Das ist dieses ultra coole an YouTube. Dieses Aufbauen, dein eigenes, es ist wie ein Kind. Es ist nicht vergleichbar mit einem Kind. Aber es ist wie das eigene Geschäft, das man vorantreibt. Wie die eigene Firma, die man aufbaut. Ich denke, damit ist es sehr gut zu vergleichen. Meine Haare sind so komisch. Naja, gut, die Kappe von Kevin habe ich mir jetzt einfach geklaut. YouTube ist einfach was Fantastisches, verstehst? Guck mal, wie die Kappe mir steht. Kevin! Kevin! Ich behalte die Kappe kurz, okay? Gebe ich mir nicht wieder zurück. YouTube, eine wunderschöne Sache und natürlich wird sie aber auch erst durch euch so schön oder zu der schönen Sache, die sie eben ist, ne? Man könnte Videos auch einfach erstellen, wenn man Spaß dran hat, so wie es einige sagen. Ich habe so Spaß dran, YouTube-Videos zu machen. Und es ist nur ein Hobby. Aber dann laden sie es trotzdem hoch. Also wollen sie ja trotzdem, dass sie gesehen werden. Wisst ihr, was ich meine? Das bringt erst den Spaß bei YouTube natürlich, die Interaktion mit euch. Sieht dumm aus. Weihnachtlich. Erst ihr macht einfach YouTube zu dem, was es ist. Also für mich. Und auch für jeden anderen YouTuber natürlich. Aber das macht nicht ihr. Ihr seid nur bei mir. Hey. Nun ja, wo ich stehen geblieben war. Im ersten Jahr 100 Abonnenten gesammelt. Im zweiten oder nach dem zweiten hatten wir, glaube ich, gerade so 500 Abonnenten. Das heißt, wir haben in einem einzigen Jahr dann 400 Abonnenten dazu gewonnen. Was ja schon ziemlich, ziemlich nice war. Im Gegensatz zum ersten Jahr mit nur 100. Das heißt, wir haben damals schon ungefähr mehr wie einen Abonnenten am Tag erhalten. Was für uns eine totale Brain Explosion war. Pff. Im dritten Jahr ungefähr haben Wollen und ich uns dann YouTube-lich getrennt. Wir sind nach wie vor super zusammen Freunde, best friends of the world. Aber YouTube-mäßig sind wir einfach unterschiedliche Wege gegangen. Er wollte einen neuen Kanal erstellen. Und ich wollte den alten behalten. Ich weiß nicht, warum es mir so wichtig ist, aber ich wollte nie Videos löschen. Auch wenn man mal ein schlechtes Video hat oder sowas, aber es trotzdem auf den Kanal gefunden hat, dann, ich weiß auch nicht, das ist wie so eine Lehre auch, die man daraus zieht. Man schaut sich an und denkt sich, was habe ich da gemacht? Warum habe ich das gemacht? Und dann sieht man auch, wie man wächst, wenn man die alten Sachen einfach da behält. Deswegen hat der Kanal auch schon 2000 Videos jetzt fast. Wir hatten davor noch ungefähr ein Jahr lang einen anderen Kanal und die Videos von dem haben wir einfach auf den neuen draufgeladen. Also innerhalb von einer Woche hat der jetzige Kanal schon 500 Videos oder so bekommen. Innerhalb von 7 Tagen, die habe ich alle hochgedrückt. Da sind praktisch einfach 500 Videos hochgepusht, die auch eigentlich niemand gesehen hat, ne? Die einfach da waren. Die wurden dann später, so mit der Zeit, angeguckt. Es gibt immer wieder Leute, die so fasziniert, jetzt sage ich mal, mittlerweile von mir sind. Wollen ist ja nicht mehr da. Und die schauen dann einfach alte Videos durch. Was mich natürlich ultra freut, wenn ich auf alten Videos einfach plötzlich einen Kommentar bekomme. Hey, wie lustig das damals war oder irgendwie so, ne? Also es gibt da richtige Perlen zu finden auch. Aber ich kann auch verstehen, dass es natürlich, das ist eine Mordsaufgabe, durch die alten Videos durchzugehen und rumzugucken und so, weil es sind ja immerhin jetzt bald 2000 Videos insgesamt. Also, es ist Mammutaufgabe. Einige haben schon gesagt, sie wollen sich die erste Minecraft-Staffel komplett anschauen. Ne? Das sind 150 Videos und immer alles kommentieren. Aber die Leute halten maximal irgendwie 5 oder 10 Videos durch und das war's. Nun ja, wachstumstechnisch, wie gesagt, von 500 auf fast 2000 war es, glaube ich. Was, 2000?
Nee, im dritten Jahr, naja gut, wir hatten nach dem zweiten Jahr nicht nur 500, wir hatten 600 oder 700 oder 800. Wir haben ungefähr 1000 Abonnenten im dritten Jahr dann dazu gewonnen. Und das war schon echt richtig, richtig krass. Da war ich dann also Ende des Jahres bei ungefähr 2000 Abonnenten gestanden, also 2015. Und jetzt haben wir 2016, ja, Anfang des Jahres habe ich direkt bei einer Johnny Kasper gibt euch die Chance Sache gewonnen und habe direkt am Anfang 500 Abonnenten dann dadurch erhalten, Anfang des Jahres. Das war so richtig, richtig brutal. Dann ist es zwar nochmal kurz eingesackt, aber seitdem ich meinen Content noch ein bisschen angepasst habe und das alles einfach noch ein bisschen on pointer erstelle, ja? Seitdem sind wir einfach explodiert. Dieses Jahr, wie gesagt, 2560 oder was ich vorhin gesagt habe. Wir sind einfach eine riesige Gemeinschaft, die nach wie vor immer weiter wächst. Wir wachsen am Tag zwischen 10 bis 30 Abonnenten. Das ist extrem befriedigend, dass diese YouTube-Geschichte halt einfach dann irgendwann läuft, ne? Weil privat ist es ja auch so. Die Leute fragen ja dann, machst du immer noch das YouTube? Und machen wir es gescheit und sowas. Wisst ihr, ich habe früher hobbytechnisch habe ich halt andere Dinge gemacht. Ich habe zum Beispiel aktiv Tennis gespielt. Ich war bei uns im Verein und hin und her. Alles Mögliche. Und dann kam YouTube und durch YouTube habe ich dann alles andere beendet. Gerade weil es so extrem viel Spaß macht. Es frisst auch viel Zeit. Ja, aber es hat mir viel mehr Spaß gemacht wie alles andere. Da habe ich einfach gemerkt, hey, da kann ich für mich auch viel erreichen. Also auch für mich als Charakter. Also für mich persönlich. Frei sprechen und so Kram. Also jetzt hier wie in dem Video rumlaufen und einfach mal labern. Ich war früher schon immer so eher so der schüchterne, ruhige. Also ich bin immer noch der ruhige Typ, der extrem ruhige Typ. Wenn ihr mich jetzt in der Vorlesung antreffen würdet, da kriegt man mich gar nicht mit. Ich bin jemand, der sich in seiner gesamten Schullaufbahn, also von der Grundschule bis ins Studium, maximal 20 Mal gemeldet hat. Ohne Witz jetzt. Ich mach sowas einfach nicht. Ich fand ich früher schon immer bescheuert, diese behinderte Mitarbeitsnote. Was soll der Fick, Mann? Es kommt nur davon, dass ich den verschissenen Stoff weiß und eben bei Gruppenarbeiten oder bei Vorträgen dann eben zeige, was ich kann. Natürlich ist es kacke, wenn der Unterricht stockt, weil die Schüler nicht mitmachen. Die gute alte Wand, schaut's euch an. Naja, und mir hat YouTube einfach so viel weitergeholfen auf diesem Sektor, auf diesem aus sich rauskommen Sektor und hin und her. Ich habe auch privat mittlerweile oder schon einiges mit Schauspielerei und so Kram zu tun gehabt. Kabarett und Bipapo. Ich weiß nicht, ob man das spürt, aber gerade so Charakter darstellen, wie eben Kevin, Gustl, Alfons, das mache ich extrem gern. Diese Charaktere werden auch wie immer nach wie vor auftauchen und es werden auch noch neue Charaktere dazukommen. Ich weiß, das Ding da ist immer noch da. Man hat einfach keine Zeit. Freundin, Studium und YouTube zusammen, da hat man dann null Zeit für alles andere. Deswegen bin ich auch immer so selten da zum Zocken. Das war jetzt praktisch so ein mündliches Draw My Year. Also Draw My letzte 4 Year. So ungefähr. Aber ich hatte noch eine winzige Idee. Ich habe so ein cooles Lied gefunden. Das lasse ich jetzt hier gleich einspielen und dann kommt irgendwas. Ich weiß noch nicht was, das werde ich mir gleich beim Schneiden überlegen, was dann kommt. Aber irgendwas kommt, okay? Und natürlich sollt ihr nicht leer ausgehen an Weihnachten. Es ist immerhin das Fest der Hasi. Und deswegen habe ich für euch 3 Spiele-Keys in die Videobeschreibung gepackt. Mittelgut sichtbar. Ihr müsst halt so ein bisschen durchgucken. 1 ist ein Random-Key und 2 Spiele sind, glaube ich, nicht random. Aber ich habe es auch gerade nicht vor mir. Wer da zuerst kommt, mal zuerst. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder zum Livestream zwischen den Jahren. Am 27. Ich hoffe, ihr seid mit am Stissel. Was soll ich noch sagen? Musik ab!